gibt es natürlich eine Fülle von Beteiligungsmöglichkeiten. Und da kann man drüber streiten, ob man es toll findet, wenn sich Leute auf Straßen kleben. Da gibt es dann natürlich verschiedene Varianten. In der Praxis hat es dann manchmal, wenn man zu tief runtergeht, Schwierigkeiten. Aber es ist eben auch entscheidend, sich Gehör zu verschaffen. Ich glaube, die wenigsten verstehen so richtig, was da gesprochen wird. Im Oktober ist Landtagswahl. Wir reden mit einigen Kandidierenden aus Erlangen, die ihr mit der Erststimme wählen könnt. In diesem Video geht es um die Themen Jugend und Soziales. Wählen ab 16 geht ja in Bayern nicht. Klimastreik am Freitag oder auf die Straße kleben wird nicht von jedem gerne gesehen. Welche Beteiligungsformen für 16- bis 18-Jährige halten Sie für sinnvoll und wie sollten diese besser gefördert werden? Naja, die Linke Bayern unterstützt das Volksbegehren Vote 16 zur Absenkung des Wahlalters auf 16. So, das ist, sage ich mal, die direkteste Antwort, dass wir dir einfach das Wahlrecht geben wollen. Also ich bin ganz klar für Vote 16, fürs Volksbegehren. Ich hoffe auch, das hat Erfolg. Wenn es nach uns gehen würde, dann hätten wir schon längst das Wahlrecht ab 16 beschlossen. Andere Bundesländer zeigen, dass das geht. Bei der Europawahl nächstes Jahr werden auch alle, die 16 sind, wählen können. Persönlich finde ich, dass jeder Mensch eine Stimme haben soll. In der Praxis hat es dann manchmal, wenn man zu tief runtergeht, Schwierigkeiten. Naja, also ich glaube, 16- bis 18-Jährige sollten wählen können. Da setzen wir uns auch dafür ein, unterstützen auch das Volksbegehren, was gestartet worden. Unter anderem ist das ja auch vom Bayerischen Jugendring unterstützt. Da sind aber auch viele dabei, die sich vorher auch bei den Jungen Liberalen in der FDP auch engagiert haben. Also wir sind da mit Teil der Allianz, die das unterstützt. Aber ich finde, man kann auch viel mehr tun, als nur alle paar Jahre mal zu einer Wahl zu gehen. Das ist das wichtigste Recht in einer Demokratie. Aber es ist eben auch entscheidend, sich Gehör zu verschaffen. Wir sind für ein Wahlalter ab 18. Viele sagen ja, Wahlalter ab 16 fänden sie ganz gut. Ich vergleiche es immer mit dem Zivilrechtlichen. Man kann einen Vertrag erst richtig schließen, wenn man 18 ist. Also die volle Geschäftsfähigkeit ist ab 18. Eine Stimme abzugeben bei einer Wahl ist nichts Lapidares, was man einfach so mal macht. Und wenn man den jungen Menschen zutraut, dass sie mit 18 voll geschäftsfähig sind, dann gilt es für mich auch für die Wahlstimme. Das ist etwas sehr Verantwortungsvolles, was wohl überlegt sein muss. Und deswegen bin ich solange wir die volle Geschäftsfähigkeit bei 18 haben, auch für die Wahl ab 18. Also erstens, ich bin wie die SPD für Wählen ab 16. Ich bin eigentlich persönlich sogar für Wählen ab 14, um Beteiligung sicherzustellen. Solange wir das noch nicht haben, glaube ich, brauchen wir eine starke Jugendvertretung. Zum einen über die Jugendverbände, aber ich finde, wir sollten schon auch drüber nachdenken, ob man in irgendeiner Form in Bayern auf der Landesebene was schaffen kann, wie wir es in Erlangen mit dem Jugendparlament hier auch haben, wo sich auch Jugendliche zusammenfinden und ihre Anliegen formulieren können. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, das ernst zu nehmen, was Jugendliche wollen. Und da kann man drüber streiten, ob man es toll findet, wenn sich Leute auf Straßen kleben. Aber das Thema, das dahinter steht, ist ja eins, das Menschen umtreibt und um das man sich deswegen kümmern muss. Ich finde auch, dass man mit 16 in Bayern wählen sollte. Bei uns in Erlangen gibt es ja auch ein Jugendparlament und wir wollen auch im Landtag einen Jugendsprecher, also dass hier jemand ist, der wirklich für die Jugend auch spricht, weil ihr habt halt ganz andere Sichtweisen und Themen, als in unserem Alter einfach wichtig sind. Und es ist uns wichtig, dass Jugendliche mitmachen, weil wir sehen es auch bei den Wahlen. Erst 70% ungefähr der Jugendlichen gehen wählen und es ist einfach zu wenig. Hier muss mehr Miteinander, mehr Beteiligung da sein. Ich sehe eben auch, dass dann themenspezifisch gehandelt wird, dass ja politisches Interesse da ist. Es ist allerdings auch so ein bisschen bildungsabhängig. Je höher die Bildung ist, desto eher ist das politische Engagement, leider. Aber hier muss noch mehr unterstützt werden, dass wirklich in allen Bereichen auch die Politik ankommt und dass sich jeder auch mitgenommen fühlt von der Politik. Und dass man auf Augenhöhe vor allem mit den Jugendlichen kommuniziert und auch die Sprache spricht. Weil wenn man Debatten in der Politik anhört, könnte man einschlafen nach 10 Minuten. Ich glaube, die wenigsten verstehen so richtig, was da gesprochen wird. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Junge Menschen können auf Abgeordnete zugehen zum Beispiel. Wir haben regelmäßig Sprechstunden, wir haben ein Büro, meistens auch vor Ort, wo man sich auch melden kann. Und wir sind offen für Anregungen, für Ideen, wollen wissen, wo der Schuh drückt sozusagen. Oder auch vor Ort auf die Stadträte zugehen, auch dort einfach mal ein Thema platzieren, mal mit Argumenten auch überzeugen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es ist auch immer wichtig, in der Sache auch gute Argumente zu sammeln und dann eben auch die richtig zu platzieren. Das kann man machen über Demonstrationen. Das sollte man aber im rechtlichen Rahmen machen. Und ich finde es halt fatal, wenn Klimakleber, wie zum Beispiel jetzt auf der A73, dann wirklich gefährliche Eingriffe in den Verkehr machen. Da gab es gestern einen schlimmen Unfall, wo man jetzt noch klären muss, ob das auch deswegen passiert ist. Aber das ist einfach in Kauf genommen, dass sowas passieren kann. Und ich finde das unverantwortlich. Und es ist eigentlich auch ein Problem, weil es wirklich das legitime Interesse, sich für Klimaschutz einzusetzen, delegitimiert in der Art und Weise, wie man sich dafür einsetzt. Und das schadet einfach der insgesamten Thematik, dass man wirklich jetzt sich Gedanken macht, wie man Klimaschutz verbessert. Und da sind wir in der Bundesregierung ja dabei. Ich finde, man muss halt auch
auch als junger Mensch sehen, dass in der Demokratie immer auch Kompromisse geschlossen werden müssen. Weil einfach unterschiedlichste Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen, berechtigte Interessen. Und dann kann man vielleicht nicht immer die 1A-Lösung machen, sondern manchmal muss man einfach die 1B-Lösung wählen und dann am Ende zählt, dass man das Ziel erreicht. Auch wenn man als 16- bis 18-Jähriger jetzt leider nicht wählen darf oder als 14-Jährige bei dieser Wahl oder als 13-Jährige, ihr seid ja auch da, ihr habt ja auch Eltern, ihr habt ja auch Geschwister, ihr habt ja auch Großeltern, ihr habt ja auch Freundinnen und Freunde, die vielleicht schon wählen dürfen. Und von daher diskutiert es da, bringt eure Meinung damit ein. Trommelt gerne für Wahlalter 16, für Vote 16 mit. Ich bin da auch voll dabei. Beteiligt euch, wie ihr das macht, im Stadtjugendring, in Vereinen. Solange wir das Wahlrecht ab 16 nicht geschafft haben, ist das eure beste Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen auf Menschen, die dann wählen dürfen. Ansonsten gibt es natürlich eine Fülle von Beteiligungsmöglichkeiten. Hier in Erlangen der Stadtjugendring zum Beispiel oder der Kinder- und Jugendgipfel, der jetzt geplant ist. Ich finde es allerdings wichtig, also so wertvoll solche Beteiligungsformate sind, junge Menschen müssen schon auch eine Stimme haben, wo sie nicht nur mitreden, sondern auch mitbestimmen können. Deswegen fände ich das auch sehr gut, wenn die Macht des Jugendparlaments in Erlangen ausgeweitet wird, wenn das Budget, das die haben, nicht nur symbolischer Natur ist, damit es da eine wirkungsvollere Mitbestimmung gibt und dieses Gremium nicht weitestgehend machtlos ist, wenn man mal so ehrlich ist. Ich fände das auch in den Schulen wichtig, dass die Schüler mit Verantwortung mehr echte Mitbestimmungsrechte bekommt. Das würde, glaube ich, auch dazu führen, dass die Wahlen da ernster genommen werden von Schülersprechern und so weiter. Was mir aber schon wichtig zu betonen ist, ist, dass Azubis, wenn sie im Betrieb arbeiten, jetzt schon ziemlich wirkungsvolle Mitbestimmungsrechte haben über ihre Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sie wählen können. Wir wollen auch da eine Ausweitung der Mitbestimmungsrechte, aber das ist eine Form von demokratischer Beteiligung, die leider häufig unter den Tisch fällt, die wir in Deutschland schon haben und die wir auch sehr wichtig finden als Linke. Grundsätzlich ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass sich junge Leute auch im politischen Umfeld betätigen. Da gibt es dann natürlich verschiedene Varianten. Das ist einmal im vorpolitischen Raum, vor allem im Ehrenamt. Das sind dann gewisse Interessensvertretungen für die Politik. Und da kann sich dann jeder junge Mensch einbringen. Und dann ist da natürlich auch die Jugendorganisation von den Parteien. Ich selber bin mit 15 in die CSU gegangen. Das bedeutet, man kann sich schon relativ jung politisch engagieren. Und das sollte man weiter ausbauen, indem man aufklärt. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan davon, wenn man jungen Menschen die Bedeutung Demokratie nochmal verstärkt und auch sagt, was sie da dran haben und warum es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Und das müssten wir meiner Meinung nach auch ausbauen, vor allem in Zeiten wie diesen. Und die jungen Menschen motivieren, mitzureden. Ich glaube, wir haben eine wahnsinnig politische Jugend und das Potenzial kann man noch mehr nutzen und sich noch mehr einbringen.